Hallo und herzlich willkommen in einer Aufnahme von Thinking with Portals. Nicht Thinking with Portals. Thinking with Time Machine Portal 2 Modifikation Total Conversion. Ja, ich gebe dem Ganzen nochmal eine zweite Chance. Wobei ich sagen muss, der Mod ist immer. Mit jedem Mal, wo ich ihn spiele, kommt er mir schlechter vor, als er. Also, er hat es nicht verdient, auf Steam zu sein, das mich so zu formulieren. In keinster Weise. Was mir zum Beispiel nie gesagt worden ist, ist, dass man zum Beispiel diese Kugel, die hier gespawnt wird auf einem von den beiden, ich glaube auf dem hier, dass keiner sagt mir, dass die hier oben drinnen bleibt, wenn ich sie reinstecke. Das hat mir keiner gesagt. Ich dachte immer, man muss sie da oben reinhalten. Aber jetzt zeige ich mal euch, wie man das wirklich löst hier. Also ich habe es nur bis dahin gelöst, habe mir dann gesagt, dann nimmst du es lieber weiter auf. So, erstmal hier. Bisschen Zeit sparen. So, ein paar Sekündchen. Ja. Dann machen wir hier, zack, hocken uns auf uns drauf. Hoch. Ich habe das Aufstehen irgendwie nicht mit aufgenommen. Okay, dann also. Aufstehen, kurz warten. Speichern. Sterben. Ja, super, im Laser. Ich hoffe, wäre cool, wenn die Aufnahme gespeichert ist, aber ist er wahrscheinlich eh nicht. Nee, ist er nicht. Ach, Kacke. So, probieren wir es nochmal. Genau, jetzt kommen hier die beiden Sachen nämlich raus. Jetzt zeige ich euch mal was ganz Tolles. Und zwar machen wir jetzt hier das Gleiche. Ich speichere jetzt hier. Geh hoch. Warte. Tolle Kuh. Jetzt nehme ich mal den Würfel. Ja, es ist ja ein kantenloser Sicherheitswürfel. Versuch den jetzt mal da reinzukriegen. Zack, jetzt lasse ich ihn los und tada! Was ein Scheiß. Es sagt mir keiner dieses. Das Scheißspiel hat mir nichts gesagt. Gar nichts. Ich musste das selber herausfinden. Was ist das für ein Spiel? Ich meine, klar, ich bin vielleicht zu verwöhnt mit dem Casualisieren, aber ganz ernsthaft, sowas sagt man dem Spieler. Man muss den Spieler an das Spiel heranführen, sonst hat er keinen Bock mehr da drauf. Ganz ernsthaft, Leute. Ich glaube, ihr habt das Spiel, das Konzept Game Design noch nicht ganz verstanden. Also, wie gesagt, ne, mein Kommentar zu dem Spiel. Jetzt sind wir endlich auch hier in dem Raum. Ja, ich vergaß. Wir müssen ja. Also, das heißt, ich vergaß. Ich habe es noch nie gemacht. Ich muss gestehen, ich habe das gemacht. Ich bin da hoch und habe mich gedacht, probier's noch mit der Aufnahme. Deswegen, ja. Piss dich, Cube. Piss dich weg da. Ich muss hier mal kurz draufstehen. Und mal kurz R drücken und danach wieder Q drücken. So, geh auf. Ich kann ja hier jederzeit wieder aufmachen. Oder? Kann ich das nicht? Ich konnte das doch mal. Ich glaube, das kann ich. Also war da nicht so ein Knopf noch? Ach nee, ich glaube, der ist so lange da, solange ich nichts da drin gespeichert habe. Ich kann ja jederzeit wieder so machen. Toll, jetzt habe ich den Cube ausgesperrt. Du bist ja auch einer, Max. So. Warum ist da drüben jetzt die... Bahn! So. Warum zum Geier ist das Portal von mal weg? Das war doch eben noch da. So. Portal ist da. Ah, das wird resettet, wenn ich F drücke. Ach so. Okay. Das ist interessant. Warum? Warum wird es beim F-Drücken resettet? Ist hier dann nicht so den Sinn dahinter? Zumal, wie soll ich denn da rüberkommen? Wenn es dann so geil resettet wird. Ich könnte auch alternativ einfach... Komm schon. Ich hätte wirklich länger draufstehen bleiben sollen, aber... Screw that, I'm going home. So, ich nehme lieber hier auf, wie ich hier stehe. Nee, haha, ich mach's anders.
Ich gehe hier hin. Feuer ein Portal. Ah ne, ich gehe rüber, drücke R, feuer ein Portal. Gehe zurück durch das Ding hier. Feuere hier noch ein Portal hin. Drücke Q. Und jetzt drücke ich F. Da bin ich mal gespannt. Jetzt müsste eigentlich die vermeintliche Shell hier an beiden Seiten ein Portal setzen. Und hoffentlich bleibt es dann auch da. Natürlich nicht. God fucking damn it. Komme ich eigentlich dran an den? Ich will es gar nicht probieren. Doch, ich komme da dran. Scheiße, jetzt muss ich ihn wieder hochdrücken. Aber hey, ich weiß jetzt, wie es geht. Aufnehmen. Hochgehen. Q. Komm her. F. Ja, nochmal F. Das war nicht so gut. Ah, dieses Scheißding. Jetzt kann ich das hier nochmal machen. Das ist doch so... Mann, das ist so schlecht. Entschuldigung. Das kommt nicht mehr vor. Oh, das wird noch häufig vorkommen. Ich bin mir sicher, es kommt noch häufig vor. Ich stelle mal mein Mikrofon kurz ein bisschen zur Seite, dass ich mehr sehen kann. Ihr könnt mich ja trotzdem noch hören. Ah, Scheißding. So. Es ist das Spiel, was mich aggressiv macht. Nicht? Also, ich habe jetzt übrigens die ganze Zeit aufgenommen. Glaube ich. Ja. Du bist doch auch eine Glotzende so dumm in der Gegend rum. Alter. Lass mich doch drauf springen, Mann. So. So. Stelle ich mich hier hin. Hier müsste man sicher sein. So. Jetzt nehme ich mir den Würfel. Drücke F. Och Mann, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das ist doch scheiße. Ihr, die ihr diese Mod gemacht habt, schämt euch. Ihr habt hart versagt. Versagt habt ihr. Na ja, gut, es passt. Das Ding mag noch so innovativ sein. Die Umsetzung ist grottenschlecht. Ganz ernsthaft. Mann. So. Richtig. Und jetzt nehmen wir wieder auf, wie wir unsere Portale schießen. Und dann hauen wir den Würfel einfach mal rüber. Nein, nee, das geht ja nicht. Wir müssen... Habe ich aufgenommen? Ja, ich nehme auf. Gut. Jetzt warte ich hier einfach 2 Stunden. Ich hoppel hier mal so im Kreis rum, denn ich will genug Wartezeit haben, dass ich den Würfel und den Edgeless Safety Cube beidesamt rüberbringen kann. Man könnte rein theoretisch auch alternativ was anderes ausprobieren. Nee, könnte man nicht. Ich habe schon drüber nachgedacht. So gut. Das muss jetzt reichen. Oh nee, willst du mich eigentlich verarschen? Das Ding, also ganz ernsthaft, es ist nicht sehr gut ausgereift. Es speichert nicht immer alles, was ich mache. So, ich drücke jetzt R. R. Blau. Jetzt hat man auch gesehen, dass es... Ey, es ist doch... Es ist so schlimm. Ich krieg nicht genug Feedback vom Spiel. Scheiß Kacke, ey. Schon wieder verkackt. Es regt mich persönlich total auf, als jemand, der selbst weiß, wie man sowas besser machen könnte. So, nochmal. Jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Zweites Portal, so. Ich denke, das hier reicht zeitig.
mehr. Komm. Jawohl. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt F drücke? Schießt hier ein Portal, aber kann ich... Ja. Schön blöd, ne? So. Folgen wir uns mal hier hin. So. Probieren, ob das jetzt geklappt hat. Hoch! Du. Du hättest mir helfen sollen. Ich glaube, ich habe es richtig gelöst. Ah, ich habe... Also, ich habe es richtig gelöst. Ich weiß jetzt nämlich... Ich komme nämlich wieder raus, glaube ich. So, jetzt aber. Komm mal her. Du. Edgeless Safety Cube. Und hoch und loslassen und yay. Und ich kann nämlich das hier machen. So, so und zack. Und jetzt kann ich nämlich mich hier aufnehmen, wie ich hier drauf stehe. Die Aufnahme wieder stoppen. Kann ich hier F drücken. Und dann... Ach, schade. Was eine schwere Geburt, ey. Was eine schwere Geburt. Was eine schwere... Okay, das ist nur so ein Ding. Ich dachte gerade, what the fuck? Ja, ist halt Portal 2 nachgeahmt. Mehr schlecht als recht. Achso, ich wurde übrigens gefragt, mal wieder, ob ich diesmal ein Tutorial, oder mal wieder, ob ich mal ein Tutorial machen könnte für, Aufzüge. Ja, mache ich. Keine Angst. Werde ich machen. Aber da kommen vorher noch zwei andere Sachen, die wurden vorher gefragt. Oh, diese Treppe die Treppe sagt Unheil voraus. Kann ich hier runterspringen? Ja, sicher, oder? Kann ich hier runterspringen? Ja, sicher. Ui. Er leckt mich am Arsch. Oh ja, noch auf Zeit. Und ich muss dann wahrscheinlich auch noch hier Timecode und so. Oh Gott. Ah, ich weiß wie. Mm. Das sieht mir sehr nach einem Rätsel aus. Das erinnert mich sehr stark an den Koop. Es ist ja eigentlich wie Koop mit sich selber, ne? So. Nur, dass ich wahrscheinlich der dümmste Koop-Partner wäre, den ich haben könnte. So. Also, ich mich selbst als Koop-Partner, das wäre nicht gut, sage ich euch. Okay. Andere Idee. Ist zwar eh falsch, man hätte da ein Portal setzen können. Nee, war. Wow. Kann ich dich nicht resetten? Oh Mann. Mal kurz mir selbst zuschauen. Ja, du bist doch auch einer. So. Erst E drücken, dann R. Portal. Schön, mit sich selber spielen zu können, zumal man ja wirklich hier mehrere Portale haben kann. Das geht ja über die Portal-ID. Ist das ja möglich. Yes! What? Nein! Okay, nochmal. Nochmal. F. Ja, fuck. Ja, ich sollte vielleicht erst drücken. So. F.
Alter. Nein, das ist so knapp. Okay, ich hätte... Nee, es gibt kein ich muss es so machen. Es gibt keine schnellere Möglichkeit. Weil anders kann ich es nicht aufnehmen. So, E und F. Auf. Ja, und ich vergesse selber das Portal zu schießen. Ja, nochmal. Wah, 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 wah.